Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Freunde. Ein bisschen Feinde auch aktuell, aber hauptsächlich Freunde. Ich habe schon was gesehen. Ich möchte das euch kurz zeigen. Es ist nämlich... Logos Haus ist weg. Also ich verstehe nicht ganz. Wir haben ja da hinten das Gericht. Wir haben uns das ja schon angeschaut, wieso ja die Verhandlung nicht abgewartet hat. Ich meine, die sah eh schlecht für ihn aus, weil Ebro, Fabi, Elina und ich waren safe Haus weg Stimme. Gambo war Hausbleiben-Stimme. Naja, Fabo hat keine Stimme. Wie Flo und Easy Cheesy gewotet hätten, weiß ich nicht. Aber so oder so wäre es eine Mehrheit gewesen für Haus weg. Er hätte es eigentlich eh nicht gewinnen können. Aber aber komisch, dass er es jetzt... Ich muss ihm sein Zeug noch wiedergeben. Die Frage ist, hat er jetzt bereits sich schon hier... Also das kann er ja gefunden haben. Ich habe es ja nicht zeitlich geschafft. Alles. Nee, ist noch da. Okay, da müssen wir ein Tauschangebot machen. Spawner... gegen die ganzen Blöcke. Was ich mich jetzt frage ist, wo sind Mogi und Gemello? Ich hoffe halt, Logo hat die und er gibt mir die dann gleich wieder. Aber ich weiß nicht, ob er sie hat. Kann doch jemand anders gewesen sein, aber am Ende habe ich keine Ahnung. Wir haben aber jetzt erstmal zu tun. Wir sind nämlich verabredet zu einer Haustour von Flo. Der hat sich nämlich ein Haus gebaut. Bin ich sehr gespannt. Da gehen wir jetzt mal zu ihm hin. Oha, eine richtige Klingel. Aufmachen, schnell! Ich hab's eilig. Hallo? Wer hat denn das so eilig? Alter, was hast du da auf dem Kopf? Das Sombrero. Ja, hallo, ich meine, du bist Regenbogen, ich muss auch irgendwie mithalten mit deinem Drip. Ja, das Ding ist, ich sehe meinen Regenbogen selbst halt nicht mehr, ne? Also ich weiß, dass ich Regenbogen bin, aber ich selbst sehe es nicht mehr. Das ist ein bisschen... aber weißt du, wie man den wegkriegt? Ja, mit einem Schwamm. Du musst einen Schwamm irgendwie aufsaugen. Ja, aber krieg mal einen Schwamm, ne? Ja, das Haus sieht überkrass aus, bin ich ehrlich. Ja, gell? Ey, ich habe mich so oft verbaut, weil es ist schwer, das so rund zu bauen. Ja, aber hast du es komplett selbst gebaut oder hast du dir so Hilfe geholt? Ja, ich habe es im Singleplayer, halt im Creative gebaut und dann habe ich mit zwei Minecraft offen nachgebaut. Das sieht überkrass aus, ohne Witz. Das Geile ist halt auch eine richtig geile Idee gewesen, nämlich. Ich habe halt mit Worded, dem Singleplayer, analysiert, aus wie vielen Blöcken das besteht und damit halt eine Liste gemacht. Ah, dann hast du alles gefarmt? Ja, sonst machst du viel zu viel. Ja, okay. Ja, das ist der Nebeneingang. Hier. Darf ich mal rein? Ja, warte. Anläuten. Ah, kommst hier rein. Ja, okay, danke. Boah. Ey, gib mir meine Meinung, wie du es von innen findest. Auf das bin ich am meisten stolz. Hä, das sieht überkrass aus. Yeah, das gelb und rot. Das gibt mir so, weiß ich nicht, so Japan-Vibes. Ja, es ist so leicht japanisch inspiriert, gemischt mit so Natur und Wasser. Ich wusste gar nicht, dass es so rote Schilder gibt. Die sehen übergeil aus. Ja, die sind übel. Und das ist der Aufzug mäßig, oder? Ja, ich erkläre dir mal, wie es geht. Also genau, in der Mitte, auf das Plus, kommst du hoch. Und wenn du runter willst, springst du auf die gegenüberliegende Ecke. Ja. So hier. Ja, okay. Ah ja. Ja, ist nice. Ja. Okay, warte, was macht der? Sperrkerblock. Das ist ein historisches abonniert Andenken. Mich. Sperrkerblock, okay. Abonniert mich. Okay. Das ist ein Andenken an etwas, was auf dem Server passiert ist. Okay. Aber ich habe da was anderes reingeschrieben eigentlich. Ja. Guck mal, hier ist Wuschel. Kennst du den schon? Aber du siehst. Na doch, mein Haus. Sieht man das? Okay, man kann aufs Dach noch drauf, da siehst du safe. Wenn mein Dach nicht weggesprengt wäre, da würde man es sehen auf jeden Fall. Weißt du das eigentlich, dass nicht ich das, also dir wurde erzählt, dass ich das gesprengt habe, ne? Ja. Ja, aber Logo hat das gesprengt. Nein, mir wurde erzählt, dass Nein. Unter meiner Kanone waren 9 TNT platziert, die ich mit dem Hebel, mit der ich meine Kanone aktiviert habe, halt auch aktiviert habe. Und die sind explodiert, nicht meine Kanone. Ja, weiß ich nicht. Ich habe einen Videobeweis dazu, also. Ja, da wo du gerade hochgehst, kommst du, warte, ich erklär's dir. Da stehe ich auf der Augenbraue. Ja, und dann kannst du hoch, hier. Ah, ja. Komm, und hier siehst du, bist du da im Haus rüber. Ja, aber der Dach schaut ganz gut aus eigentlich wieder. Es ist halt zur Hälfte nicht da, ne, aber ja. Ja, du hast auf jeden Fall den höchsten Punkt hier, ne? Also wenn da mal Blitz anschlägt. Guck mal hier oben, ein Windausrichter. Ja. Aber stimmt das? Steht ich weiß nicht, Norden? Was Wind in Minecraft macht, also... Aber das ändert manchmal die Richtung. Echt? Ja. Hm. Guck mal. Ah, jetzt gerade. Ernsthaft? Ja, oder? Nee, es hat gerade. Ja, es hat gerade gewechselt. Ich weiß nicht, was es bringt, aber es macht's. Und guck mal, hier siehst du, das habe ich heute Morgen gemerkt. Ah, da ist es. Haha. Das sieht richtig. Das sieht irgendwie falsch aus. Ja, ist das weg? Ich habe das ist vor meinem Haus ist weg. Aber ich habe halt noch alles bei ihm drin. Hab ich halt. Weil ich habe sein Haus leer geräumt. Dafür, dass er mein Haus gesprengt hat, habe ich sein Haus quasi komplett leer geräumt.
Ich hab seinen ganzen Kram halt noch. Die weiße Fahne. Was mit dem seiner Fallgrube? Ist die noch da? Uff, also der wird die da jetzt halt bestimmt noch nicht gebaut haben. Du bist auch reingefallen, gell? Ich bin sogar gestorben da drin. Aber ja, hier, das, was du da siehst, ne, vor, also jetzt da, das wird das Museum mit so Andenken. So von ja, so ja, Pranks schon, und so. Das Sportlogo oder wer? Ja, ja, Logo. Und Logo hat auch die Brücke da links gebaut, soweit ich weiß. Okay, okay, okay. Ich merke schon, es passieren hier sehr viele Dinge. Wir haben eine Talentshow anscheinend demnächst. Wir haben eine Wahl, wir haben bald eine Wahl. Ja, ja, ja. Ey, so Eventsachen finde ich richtig geil. Ich habe auch schon einige Ideen, was ich da machen werde. Kennst du eigentlich meine Kürbisfarm? Hast du die je gesehen? Nee, doch, ich habe sie gesehen, aber nicht in der Folge. Ich hatte die war dann so, schon wieder weg. Ich hatte so eine anders professionelle Farm dahin gezimmert, mit Perfect Layout und so, mit irgendwie... Ja, mir wurde erzählt, du hast da dir viel Mühe gegeben. Mit irgendwie 500 Kürbis die Stunde oder so ein Kram. Es hätte so gut enden können, das gute Ending, wenn du es mit Melone gemacht hättest. Denkst du, man schafft von hier einen Stuhl-MLG auf den Stuhl? Ja, perfekt. Warte. Er muss näher ran, setz ihn mal näher ran. Ich mach Stuhl-MLG. Guck mal, so? Nee, warte, ich glaube, nee, sie nee, noch nee, zu nee, weit. Nee, nee, das ist zu weit, ja. Ja. Hab ich Rüstung an? Uff, ich hab nur Lederschuhe. Das passt schon. Let's go! Oha! Oh, anders what? Gemeistert! Ey, hast du schon mal geschafft, Morph-MLG? Morph-MLG? Wenn du dich im Flug zu einer Biene oder sowas machst. Das Ding ist, ich hab keine Biene, ne? Ich hab noch nie eine Biene gekillt. Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, ein Huhn geht. Aber das ist halt... Aber pass mal auf, was ich für geile Butzen hier hab. Die hat keiner sonst. Okay. Oh, ein Elefant, wo hast du den gefunden? Ah, warte. Der Kopf schaut nach innen. Hä? Nee, bei mir haut's hin. Ich habe aber noch mehr, pass auf. Ich habe zum Beispiel hier auch ein Nashorn. Oha. Geil, ne? Hast du den hier? Hier. Oha, wer ist er denn? Nee, den habe ich aber bei Gambo schon mal gesehen. Nee, den habe ich aber nicht. Ich war halt gefühlt noch nie durch den Nether, ne? Ich bin da noch nie durch. Guck mal den hier. Hä? Das ist nur der Kopf, das ist so eine Knochenschlange im Lava, im Nether. Alter. Die sind übelst brutal, also wenn du dich bridgen mal willst. Und ich hab den hier. Auch nicht schlecht. Ah, du hast einen Warden gekillt. Ah, das ist cool. Ja, und Bruder, ruhig dich mal. Das ist sauwitzig. Ja, schön, schön. Geiles Haus. Wird natürlich dann bitter sein, wenn es gesprengt wird, aber gut. Nee, nee, ich hab schon gesagt, ich merk schon, dass allein, dass es mein Haus ein Gesicht hat, ist sehr, sehr, sehr anfällig für Trolls. Das kannst du natürlich haben. Aber der hat auch fast eine Monobraue, ne? Da musst du vorsichtig sein, ich sag dir das ehrlich. Das wenn ich da einen Block platziere, hat der eine Monobraue. Also ja, nicht, dass ich das jetzt natürlich sofort machen werde, wenn du offline bist, aber... Okay, und was ist bei dir? Ich meine, dein Haus kenne ich eh schon, aber... Naja, ich habe jetzt halt kein Dach mehr. Also das Dach habe ich schon noch, aber... Ach man, ich bin ja noch verwandelt. Aber guck halt... Guck mal, die Enderman werden auch immer kreativer. Na, weiß ich nicht, ob das ein Enderman war. Ja, okay. Also hat sich eigentlich nichts verändert, muss ich sagen. So wie es. Ey, dein Lagerfeuer ist... Oh, wo sind denn meine Tiere? Mann, ey... Da war wohl wieder ein Enderman unterwegs. Warst du das? Nein, das war ich nicht. Aber ich sehe die ganze Zeit, dass hier überall so Blöcke sind. Mann, das war übel aufwendig, die ranzukriegen. Irgendjemand hat alle Kartoffeln geklaut hier. Nee, nee, die waren, das ist glaube ich schon länger leer. Ich habe mich auch seit Wochen davon ernährt. Okay, das heißt, wenn ich hier reingehe, dann ist Alarmstufe rot. Ja, geh mal rein. Alarm. Ja, es ist. Ey, du hast Axolotl. Aber warte mal. Ja. Weißt du, wie selten ein blaues Axolotl ist? Ich habe überlegt, ob ich einen suche, aber das ist, glaube ich, ein bisschen unmöglich. Weißt du, wie selten ein Schnabeltier ist? Ich suche gerade ein Schnabeltier. Ich glaube, die sind biomabhängig. Die findest du so in Birkenbäumen oder... Nee, bei River. Ernsthaft? Das habe ich schon recherchiert, aber die sind abnormal selten. Weißt du, dass du, wenn du einem Schnabeltier einen Hut gibst... Ja, ja, genau. Und das kannst du umbenennen mit Namesing auf Perry. Ja, das ist sau funny. Ja, hier hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, das kennst du noch nicht. Oh, da steht ja nichts mehr. Da ist ja keine Nachricht mehr. Was ist da los? Was für eine Nachricht? Eine Speakerblock-Nachricht. Ach so, nee, die. Guck mal hier. Wie findest du das? Oha! Ja. Ja, gut, dass ich jetzt weiß. Na ja, gut, als ob es jetzt so geil gewesen wäre. Weil jetzt habe ich hier es noch Verzauberungsraum. Hast du keine Ender-Chest? Nö. Ich war ja noch nie in der Festung. Leben am Limit. Im Nether gibt's aber eine close Festung, wenn du Richtung. Wie erkläre ich es dir? Ey, keine Ahnung, das ist schwer zu erklären. Hast du Koordinaten dazu? Ja, ich hab 4 oder 5 Festungen gefunden, bevor ich eine Bastion gefunden habe. Boah. Ey, baust du da vorne jetzt was hin, wo Logos ein Haus war, oder ist das einfach so deine Farm jetzt? Nee, ich glaube, da kommt ein bisschen Deko hin. Müssen wir mal gucken, was wir da hin machen. Aber jetzt sehe ich die anderen Häuser auch wieder. Aber das sieht jetzt irgendwie richtig leer aus. Ja, gell? Aber da kommt halt noch was hin, aber... Alles klar.
Ja, super. Dann, ich wünsche viel Spaß. Hauen Sie rein mit dem Sombrero. Super, man hört sich. True. Ich möchte euch aber noch eine weitere Sache zeigen. Die habe ich entdeckt, als ich mich hier im Keller... Ich habe ja dieses kleine Monsterproblem. Und dann gebe ich immer dem Katzenfutter, gebe ich dann so Essen. Da gucke ich, wo hier Monster in der Nähe sind und leuchte die Höhlen aus, wo die gespawnt sind. Ne? Und dabei habe ich etwas entdeckt. Ja, hier sieht man schon, hier war ich ein bisschen, habe ein bisschen ausgeleuchtet. Aber ich muss den Weg mal wiederfinden. Ich weiß jetzt nicht haargenau, wo das war. Ja, das sieht richtig... Ja! Yeah. Da habe ich diesen Tunnel entdeckt, der mitten in mein Haus führt. Ein Riesentunnel. Und den gehen wir jetzt mal lang und gucken mal, wo der hinführt. Ich weiß es natürlich schon und ihr werdet Auge machen. Willst du mal eine dicke Bärde oder was? Alter, hau mal ab, Kollege. Kannst gar nicht, ja. Jetzt wird's nämlich spannend. Passt mal auf. Ich muss jetzt erstmal tausendmal meinen Kopf stoßen. Bam. Gönnerschütterung. Also wer diesen Gang gebaut hat, der hat auch wirklich, der hat ja gar keinen Schmerzempfinden. Jetzt macht der ganze Gang eine Biege. Und wir sind in einer fetten Höhle. Ne? Und jetzt war ich hier in dieser Höhle und ihr fallen dir natürlich sofort zwei Sachen auf. Erstens, warum ist hier ein Zombie-Villager, den wir mal nicht töten? Warte mal, den könnten wir eigentlich gebrauchen, ne? Warte mal. Zombie-Villager? Den nehmen wir mit, den sperre ich ein. Erstmal, warte, ich zeige, also ihr seht, hier ist halt geheimmäßig was verbaut, das sieht man ja, ja. Aber ich will mich erstmal um diesen Zombie-Villager kümmern, weil den zu haben wäre schon geil, Alter. Dann könnten wir einen Reparatur-Willi machen oder einen Schärfe-5-Willi oder einen Schutz-Willi oder... Kommen Sie mal daher, mein Guter, kommen Sie mal mit. Weil den kann man ja heilen, dann ist das wieder ein normaler Villager. Und da ich jetzt hier auch schon den perfekten Weg habe, wenn ich... Oh nein, Orientierungs-Benson. Ah, lass mich in Ruhe. Hier ist er. Kommen Sie mit, Kollege. Passt der hier durch? Ja, perfekt. Ein super Gang, Leute. Hast du da gebaut. Frau X. Wir verraten noch nicht, wer. Ich weiß aber schon, wer natürlich. Mann, jetzt ist mein Minecraft gecrashed. Warum auch immer. Das ist noch nie gecrashed. Und jetzt ist der Zombie-Villager weg. Ich hatte einen Free-Villager in meinem Haus. Ich musste ihn nicht mal dahin bringen. Ich hätte ihn tragen sollen. Jetzt habe ich den überhaupt so nervig gelockt? Oder ist der einfach weiter hochgelaufen? Ich höre doch einen Zombie hier aber. Ist der einfach unsichtbar? Backt das jetzt komplett? Nee, das ist ein normaler Zombie. Das ist Quark. Wir gucken mal nach oben, ob der vielleicht hochgelaufen ist. Aber ich glaube, dadurch, dass mein Minecraft gerade abgeschmiert ist, ist der jetzt einfach weg. Da sehen wir auch noch ein bisschen geheime Action. Es ist komplett krank, Leute. Hier ist ein ganzes Konstrukt. Da ist geheime Action. Wir graben uns aber zuerst mal hier runter. Hier wollen wir rein. Ups. Oh, keine Monster. Ich will hier keine Monster drin, bitte. Bam. Was habe ich das Feld kaputt gemacht? Verdammt, ich habe aber eine Hacke mit. Ich kann es reparieren. Kartoffeln. Rein da. So. Was haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall schon mal eine dicke Baba-Farm. Wo geht's hier lang? Ah, nix. Warte mal. Doch! Wo geht's denn hier runter? Das habe ich selbst noch nicht entdeckt. Das sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Warte. Ich bin gespannt. Alter, was ist das denn für eine Wendeltreppe? Wo führt die denn runter? Ah, ja. Was geht noch weiter? Das geht hier... Ah, warte mal, das klingt mir sehr nach einem Skelett-Spawner. Pass mal auf. Ah, wartet mal. Ah, das ist etwas, das habe ich euch auch noch nicht... Verdammt, ich kann jetzt diesen Block nicht wegmachen. Ich hab hier Stress, Leute, ich habe Stress. Okay, das ist interessant. Das ist der neue Skelett-Spawner von Fabi, Ebro und mir. Wir haben jetzt inzwischen, also den Spot kannte ich hier. Ich kenne halt nur den Zugang zu diesem Raum mit zu von Fabis Haus. Habe ich mal Looting-Schwert? Oh ja. Let's go. Gib mir Level. Wir haben zwei Skelett-Spawner jetzt sogar. Also das ist die Über-XP-Farm. Aber ich habe meinen Spawner natürlich immer noch nicht wiederbekommen. Das hier sind zwei neue. Ebro und Fabi haben, ich glaube, jeweils einen gefunden. Wir haben den jetzt zusammen. Du kannst halt mit der Mod, mit der du Blöcke tragen kannst, kannst du auch Spawner tragen. Und wir haben die quasi jetzt hier in einen Raum getragen. Und das ist ein Doppelspawner. Ich denke, ich kann euch das auch zeigen. Wartet mal. Jetzt hier, oder? Ah ja, perfekt. Ich zeige euch das mal kurz. Hier. Da, drei sogar. Also das ist halt ein Überspawner. Das ist halt komplett krank. Hier ist halt auch schon jede Menge Looting. Also ihr seht, die haben hier auch schon dick gewerkelt. Wirklich sehr dick gewerkelt. Hier ist auch ein Full Enchanter direkt ready. Ein paar Bücher. Jetzt machen wir mal kurz. Aber das ist gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Weil das ist jetzt auch nicht geheim. Also ist schon geheim. Also das weiß keiner außer Fabi, Ibro und mir. Aber es ist nicht das, was ich euch zeigen wollte. Weil ihr denkt euch jetzt bestimmt, der Eingang war ja ein bisschen random. So, ne? Also vom Eingang her...
Hier fehlt irgendwie Block, ne? Vom Eingang her hat man das ja jetzt gar nicht gesehen, dass da ein Gang lang geht in den Spawner-Raum, ne? Das war ja ein Geheimgang. Also Fabi und ich wussten gar nicht, dass es den gibt. Warum wussten wir das nicht? Naja, weil wenn es da ein Gang wäre, wo man reingehen kann, dann hätte man das gesehen, wo ich jetzt gleich hinlaufe. Passt mal auf, denn das hier ist Secret. Denn das eigentlich Krasse kommt nämlich hier. Guckt euch das mal an, wie schön das gebaut ist. Das ist, soweit ich das einschätzen kann, das der geheime Base-Bunker des Hexenclans. Guckt euch das mal an, hier machen die ihre Hexen-Meetings. Da machen die diesen hier, passt mal auf, hier. Dann machen wir, ich habe einen ganz dicken Zinken, ich habe auch eine Mega-Warze an der Nase. Du hast auch eine übelste Warze, wir sind die Warzen-Gang, Warzen. Irgendwie, also so stelle ich mir so ein Meeting, so ein geheimes Meeting vor. So. Wir wollen natürlich wieder aber hier Bratpfannen-Team sein. Wo ist meine Bratpfanne? Die dicke Bertha. So. Sieht sehr, sehr schön aus und jetzt passt mal auf, was hier drin ist. Das nur für unsere Hexen. Das ist illegal. Könnte ich das mal, was hier für Bücher drin sind. Aber das ist noch nicht das starke Buch. Jo, die Bögen. Die haben das weggenommen. Als ich hier nämlich drin war, das war vor 2 Tagen, ich hatte halt keine Zeit, euch das zu zeigen, weil ich da dauernd genervt wurde, mein Haus in die Luft gesprengt wurde, war dieses ganz, so eine ganze Doppelchest voll mit 30 Reparaturbüchern. Kein Joke, das war alles Reparatur. Die haben die weggebracht, die Bücher. Wahrscheinlich in die Enderchest rein oder so. Das wollte ich euch sagen, das waren über viele Reparaturbücher. Weiterer Full Enchanter. Hier. Villager. Aber die Villager, die sind halt weg. Also hier waren halt Villager auch. Trading Villager. Hier Behutsamkeit, Schutz, Reparatur. Ne? Also hier ging auf jeden Fall Villager, vielleicht sogar Breeding ab. Weiß nicht, ob die gebreedet wurden, aber es gab auf jeden Fall dort Willis. Mit dicken Verzauberungen, ey. Wir gucken mal weiter. Das geht hier noch weiter. Was haben wir hier noch? Nee, hier ist ein Gang. Wo führt denn der Gang jetzt hin? Zombie? Mann, ich hätte so gern diesen Zombie, Veline. Das wäre so geil gewesen. Ich hätte mir da einfach Reparatur ziehen können. Elina? Ebru? Warte mal. Ist Elina da? Nee. Wir gehen mal zu Elina. Okay, das ist relativ kurz. Das heißt, das... Warte mal. Warte mal. Diese Base müsste geografisch, wenn ich so nachdenke, ungefähr unter meinem Geheimbunker sein. Das kommt ungefähr hin geografisch, ne? Ich bin hier in Elinas Haus rausgekommen. Nein, das ist illegal. Das ist illegal. Warte, wir machen weiter, Leute. Zu das Ding, bumm, weiter. Jetzt zu Ebru. Gibt es einen Gang zu Easy Cheesy? Und ich sage safe. Aber wo? Ach, dann ist das bestimmt dieser andere Gang. Okay. Dann lass mal zu Easy Cheesy. So, ich denke mal, zu Ebru ist jetzt halt ziemlich klar. Ich gehe jetzt mal zu... Ich habe wirklich nicht... Meine Orientierung ist eine Katastrophe. Mal. Ebru, okay. Dann lass mal hier lang. Weil das ist ja schon relativ... Nein, warte, bestimmt zu Easys Haus. Das ist bestimmt Easys Haus jetzt hier, ne? Lass mal gucken. Mal gucken, ob hier ein Schild ist. Aber auch geil, dass sie das so ausgeschildert haben, damit man das direkt checkt, wenn man das findet. Ich meine, die wissen doch, wohin welcher Gang führt. Wieso schildern die das aus? Man, die hätten hier ruhig Eisboden reinmachen können. Dann wäre man viel schneller. So, das ist nicht ausgeschildert. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Amethyst! Das gibt mir heftige Easy-Cheesy-Vibes. Komme ich denn hier raus? Den kenne ich doch, den habe ich mal leergeräumt, den Raum, als es zum Hexentreffen kam. Kenne ich, natürlich. Okay. Klar, wenn ich jetzt hier hochgehe, bin ich nie im Hauptraum, ne? Hier, genau. Und jetzt hier hoch. Und jetzt hier. Boom. Kennt man doch. Klingeling. Alter. Das ist aber auch wirklich Massentierhaltung. Wieso? Also, Sniffer. Ich müsste den auch mal befreien. Das wird. Ich glaube, ich starte auch mal eine Sniffer. Boah, das sieht auch schön aus. Eine Sniffer-Befreiungsrunde. Das ist ja auch ein Skandal, was sie mit dem macht, wirklich. Spaghetti geht's auch gut. Das ist eine Flugfledermaus. Die habe ich auch. Wartet. Die habe ich auch. Hier, bam. Oh nein, Spaghetti, greife mich nicht an. Okay, dann gehen wir mal. Oh, geiles Gemälde, finde ich schön. Portal, auch schön. Okay, was war das denn? Fallbergklaue. Okay, dann gehen wir mal wieder hier rein. Das ist auf jeden Fall ein dicker Hexenclan-Geheimgang, den ich hier gefunden habe. Oh je, da müssen wir mal gucken, wie wir das in der nächsten Verhandlung machen. Wir haben ja aktuell Frieden. Aber wir werden das natürlich im Hinterkopf behalten, Leute. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen.
und klickt jetzt auf das Video, um direkt zur Minecraft-Freunde-Playlist zu kommen. Da könnt ihr jedes Video gucken. Bis morgen, euer Benson.